So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings zu einem neuen Liebestarot, einem neuen Liebesorakel. Schön, dass du da bist und ich freue mich jetzt so einen Tag vor Weihnachten. Wollen wir natürlich nochmal in die Karten reinschauen, in einem schönen Reading fürs Kollektiv. Wollen wir mal gucken. Heute die Frage, ja, die sich ja relativ oft stellt, wenn es darum geht, hey, was ist denn mit meinem Herzblatt los? Warum ist er denn wirklich im Rückzug? Hat er sich von dir zurückgezogen, getrennt und hat gar nichts gesagt? Hat er dir vielleicht irgendwas erklärt, wo du sagst, also das glaube ich schon mal so gar nicht, da passt irgendwas nicht. Wenn du also so ein ungutes Gefühl hast in Bezug auf den Rückzug, die Trennung, wenn du irgendwie im Kopf hast, na, das kann ja nicht sein, dass das der Grund ist, oder du weißt vielleicht auch gar nichts, ne, der hüllt sich da in Schweigen und lässt dich in einem echt miesen Zustand zurück, wollen wir heute mal reinschauen in die Energien. Was gibt's denn da so Schönes zu sehen? Weil es mir auch wichtig ist, dass es dir jetzt zur Weihnachtszeit ja einigermaßen gut geht. Ne? Es ist immer so, ich habe es gestern in der Community geschrieben, man vergisst es auch recht oft. Du bist ja immer hier noch der wichtigste Mensch in deinem Leben. Es ist dein Leben, das Wichtigste und Kostbarste, was du im Leben einfach schlichtweg hast, ist Zeit. Also verschwende nicht deine Zeit mit Warten, mit Sehnsucht, mit Liebeskummer, mit Fragezeichen. Verschaff dir Klarheit. Ist das jetzt der Weg für mich oder ist es nicht? Will der was von mir jetzt oder nicht? Weil unser aller Lebenszeit ist begrenzt. Und wir sind ja hier nicht am Leben, um es uns schwer zu machen. Wir sind nicht hier am Leben, um irgendwie Kopfkino zu haben oder uns von jemand anderem kontrollieren zu lassen, wie wir uns fühlen. Das geht schon mal gleich gar nicht. Ne? Hier ist immer eine Mauer da, ja, wo ich sage, okay, bis dahin darfst du kommen, aber wer da innen drin ist, das bestimme ich selber. Na, und wenn du denkst, du kannst mich hier kontrollieren mit melden, Rückzug, ich weiß nicht, was ich will, ja, dann kannst du bitte gerne ganz weit weggehen, weil du tust mir nicht gut. Ja, ich muss immer im Leben, also auch ich muss natürlich im Leben immer schauen, wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut. Ja? Und die Kunst, andere zu ignorieren, die mir nicht gut tun, ja, die ist auch gar nicht so schwer zu erlernen. Da geht es immer wieder darum, auch auf sich selber zu schauen und immer wieder zu gucken und zu spüren, was tut mir denn gerade gut und was tut mir nicht gut. Man kann gewisse Dinge eine Zeit lang aushalten, ertragen, sich anschauen, ob das besser wird oder nicht besser wird. Das ist ja klar. Aber da gilt es auch, den Zeitpunkt zu finden, wo man sagt, okay, ich fühle und spüre, es ist jetzt genug für mich. Ich fühle mich nicht gut in dieser Situation, in diesem Thema. Ich gebe es jetzt ab, weil ich bin es mir wert. Und du bist es dir auch wert, dass du sagst, okay, weißt du was, mein lieber Freund, auch ich darf mich zurückziehen. Ja, ganz toll, ne? Ich werde jetzt gehen und du bleibst sonst wo, weil bei mir gibt es kein Hin und Her. Ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, mich zurückzuziehen für mein Wohlfühlen. Na? Somit lass mich in Ruhe, melde dich nicht mehr, geh mir aus dem Weg, du tust mir nicht gut. Ist ein gutes Recht zu sagen, weil jeder hat das Recht im Leben, sich gut zu fühlen. So, und ich werde, glaube ich, auch langsam alt, weil die liebe Bernadette hat ja gestern gewonnen. Wollte das nochmal aufklären. Natürlich hast du die Wauti-Flasche gewonnen, hier, ne? Und nicht die Kerze. Ich komme schon ganz durcheinander, liebe Bernadette. Ist dein Geschenk. Wollte ich nur nochmal eben klarstellen. Also, hier, dass hier irgendwas durcheinander gerät, in dieser großen Verlose-Sause. Und wir wollen jetzt mal schauen, wer hat denn heute gewonnen. Und wenn ich mich recht erinnere, heute gibt es natürlich wieder die leckere Frozen Flowers Duftkerze zu gewinnen mit Duftkegel und Schokolade und Zuckerstange. Wer hat denn das heute gewonnen? Und dann zeige ich dir den Wahnsinnsgewinn für Weihnachten. Was gibt es dann morgen zu gewinnen? Halt, es muss alles seine Ordnung haben. So, wir schauen mal, wer ist denn der oder die Gewinner? Rin, schon wieder verkehrt rum. So, liebe Eva Schmidt, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser leckeren, duftenden Duftkerze. Ich könnte die mir jetzt eigentlich am liebsten gerne selbst hier aufbauen, weil die einfach so gut riecht. Also, brauche deine Adresse, dann geht das Päckchen auf die Reise. Und ich freue mich für dich. Herzlichen Glückwunsch. So, oh meine Lieben.
Und jetzt, bevor das Reading angeht, zeige ich dir, was ich jetzt in diesem Video morgen verlosen werde am Weihnachtstag. Ich war ja dieses Jahr in Kairo, im Teil Gizeh. Da stehen ja diese wahnsinnig großen Pyramiden, die eine unfassbare Energie ausstrahlen. Also ich bin ja da eh super feinfühlig, was Energien und Schwingungen angeht. Und ich war wirklich überwältigt. Und da habe ich vielleicht ja, das ein oder andere Objekt mitgenommen. Ja, vielleicht von der Pyramide, man weiß es nicht so ganz genau, aber ich möchte heute etwas ganz Besonderes in den Lostopf schmeißen. Das heißt, wenn du heute kommentierst, abonnierst, Video likes, bist du auch im Lostopf für morgen drin und kannst einen Stein gewinnen, den ich natürlich nicht von der großen Pyramide genommen habe, aber dieses Schmuckstück, das ist etwas Besonderes. Also das ist etwas, das hat nicht jeder zu Hause. Na, das ist etwas ganz, ganz Seltenes hier. Das ist etwas, was ganz, ganz viel Energie ausstrahlt, ganz, ganz viel Schwingung ausstrahlt. Also du wirst es fühlen und spüren. Du kannst sie natürlich gerne auch rausnehmen. Wenn du das in der Hand hast und hältst und die Augen schließt, kannst du richtig fühlen, wie hier Energie anfängt zu fließen. Also ich verlose das heute im Video, morgen wird der oder die Gewinnerin bekannt gegeben. Wenn du das gewinnen möchtest, dann einfach kommentieren, dann bist du schon im Lostopf drin. Und ich bin schon sehr gespannt, wer das gewinnt, weil, wie gesagt, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Ja, so, ihr seid auch was ganz Besonderes. Danke für jeden, der da ist und mitguckt und schaut. Wir wollen natürlich jetzt heute mal dieses Thema Rückzug anschauen. Thema Rückzug, das heißt, was ist denn da los mit dem? Was ist in seiner Energie zu sehen? Wieso hat er sich denn zurückgezogen? Was ist hier eigentlich passiert, dass er sich zurückgezogen hat? Und vor allem, ja, tut es ihm denn schon leid? Ne? Das ist ja das Nächste, was wir wissen wollen. Weil ja viel zu oft zieht man sich zurück aus einer Emotion, aus Streit, einer Diskussion, aus Stolz, Wut. Ne? Also aus einem Gedanken, aus einer Emotion heraus. Und dann, wenn man natürlich alleine ist, dann fehlt ihm ja was. Ne? Dann fehlt ihm die Zweisamkeit, dann fehlen ihm die WhatsApp-Nachrichten, das Guten Morgen, Gute Nacht, die Telefonate, die Treffen, das schöne Gedanke, dass da jemand ist. Also das ist ja dann auch alles irgendwie weg. Ne? Und von daher wollen wir mal schauen, gerade jetzt kurz vor Weihnachten, ist es denn schon so weit, dass er das bereut? Und beziehungsweise, wieso ist er denn überhaupt im Rückzug? Jetzt wollen wir mal schauen. Ich mache mich mal klein. So. Ach, übrigens noch, tausend Dank für die bisher eingegangenen Spenden für das Tierheim. Aktion läuft noch bis Jahresende. Also wenn du magst, gerne spenden. 1-2 Euro per Super Thanks oder PayPal oder Bank mit dem Betreff Tiere. Es sind auch schon auf dem Konto Spenden eingegangen. Herzlichen Dank dafür. Wir werden natürlich dann kurz vor der Auslieferung des Essens für die Tierchen auf jeden Fall nochmal einen Kassensturz machen. Na, da machen wir dann ein Video dazu, wie ich das quasi überreiche. Okay, wir wollen also anfangen und wir schauen mal in die Karten rein. Und vorher nochmal ganz kurz, sorry. Herzlich willkommen in der Kanalmitgliedschaft, mein liebes Gänseblümchen, du bist wieder am Start. Herzlich willkommen und auch meine liebe Lydia ist wieder am Start. Herzlich willkommen, meine liebe Lydia, zurück. Ihr zwei Mädels, ihr kommt auch in meine Müsli-Schüssel, weil Sonntag ist ja immer verlose Sause im Mitgliederbereich und das große Deck für die kommende Woche. So, wir wollen mal schauen, warum ist er im Rückzug, was ist da los, was ist da bei ihm so zu sehen? Und wie geht es ihm denn da im Rückzug? Das wird spannend. Wir schauen mal die erste Karte an. Mit den 6 der Kelche, da geht es natürlich auch schon um echte Liebe, wahre Liebe. Da geht es um jemanden aus der Vergangenheit. Die Frage ist, wenn ich jetzt gerade sage, jemanden aus der Vergangenheit, kann es vielleicht sein, dass ihm irgendeiner ins Leben gekommen ist oder eine, zu der er sich mehr hingezogen fühlt? Das werden wir jetzt alles im Reading gleich sehen. Das bleibt jetzt auf jeden Fall mal spannend mit dieser Karte. Oder
Ist er jetzt gerade in dem Zustand und sagt, okay, also so schlecht war es ja mit dir jetzt auch nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich Schluss gemacht habe. Da ist ja noch so eine gewisse Zuneigung da oder eine Sehnsucht vielleicht auch. Ne? Oder war es wirklich echte Liebe? Das merkt man natürlich erst immer, wenn man sagt, ja, ich kann da gar nicht so richtig loslassen. Ne? Ich komme da gar nicht voran mit meinem so tollen Loslassprozess, der ja sonst immer viel, viel einfacher gegangen ist. Jetzt stecke ich da irgendwie fest und der Flair eines Menschen aus der Vergangenheit ist hier irgendwie sichtbar. Jetzt bin ich mal gespannt, wer das ist. Ich hoffe natürlich du. So, wir haben da eine Karte. Schauen mal. Aha. So, da sind die Ruten gefallen. Also das deutet natürlich auch auf einen inneren Konflikt hin. Na, dass einer sagt, okay, ich bin jetzt irgendwo, wo ich nicht hin wollte, oder ich will irgendwo hin, wo ich gerade nicht bin, und schon hast du dir deinen eigenen inneren Konflikt quasi hausgemacht. Na? Ruten, Zweifel, innerer Konflikt mit sich selber, Selbstzweifel. Also es geht jetzt schon in die richtige Richtung, wo ich in den ersten beiden Karten schon so ein bisschen sehen kann, okay. Da zweifelt schon einer dran an dem, was er getan hat, an seinen Entscheidungen, an seinem Weg, weil da hängt schon noch einiges dran an dir mit der echten Liebe, mit jemandem aus der Vergangenheit. Das kannst ja durchaus auch du sein, mit der Zuneigung. Na, das sind so, ja, das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Karte, die Sechs der Kelche. Und da nehme ich schon so ein bisschen den Zweifel wahr, wo ich dir sagen kann, so ganz pari pari ist er jetzt da mit sich selber gerade nicht, da wo er nun ist. Aber ja, hat sich vielleicht auch entwickelt. Und das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Das ist die Karte der Entwicklung. Wenn ich jetzt mit dir zusammen bin und habe da irgendwie Bedenken, oder ich erschaffe mit meinen Gedanken Szenen und Bilder in meinem Kopf, die mir dann glaubend machen wollen, dass du nicht die Richtige für mich bist. Rede dann auch nicht mit dir über meine Gefühle, das machen mir ja Männer eh immer nicht so gerne. Und dann manifestiert sich diese Szene, diese Gedanken in meinem Kopf, bis ich mich von dir zurückziehe und du weißt überhaupt nicht im Geringsten, was hier eigentlich passiert ist. Du sitzt dann da und denkst dir, hä, ist doch eigentlich alles gut gewesen, was ist hier los? Er hat nie über seine Gefühle geredet, er hat nie über solche Themen gesprochen. Also es hat sich wohl hier scheinbar schon etwas entwickelt, dass er sagt, er geht, vielleicht auch aus einer Wut, einer Enttäuschung, einem Missverständnis heraus. Aber was sich jetzt wiederum entwickelt, ist natürlich die Tatsache, ho, das, was ich mir in meinem Kopf zusammengebaut habe, das ist ja gar nicht da, das hat gar nicht eingetroffen. Ich merke jetzt, jetzt komme ich ins Fühlen rein. Ich spüre ja, dass das falsch war. Jetzt hätte ich schon gern wieder, dass sich das in eine andere Richtung entwickelt. Ne? Männer sind sehr, sehr oft, nicht immer, sind sehr, sehr oft im Kopf unterwegs. Ne? Die sind Denker. Und wenn dann der Mann merkt, okay, ich habe jetzt hier irgendwie Mist zusammen gedacht, ich fühle das ja jetzt auf einmal, dann kommt dann schon wieder ein anderer Zustand zustande. Also das ist interessant, was wir hier oben sehen. Ich sehe schon die Zweifel, die er da so hat, den inneren Konflikt, ich hänge noch an dir. Wie entwickelt sich das jetzt vielleicht nochmal? Wird spannend. Also in seinem Rückzug ist auf jeden Fall schon mal einiges los. Wir schauen natürlich jetzt nochmal bei ihm konkret hinein in die Karten. Was gibt es da zu sehen? Und da, ja, da haben wir jetzt die sieben Schwerter. Also Schwerter, da geht es ja hauptsächlich immer ums Denken mit den sieben Schwertern. Da ist für mich eigentlich eher so eine Karte, wo ich sehe, da stimmt was nicht. Da hat sich vielleicht auch einer davon gestohlen aus dem Kennenlernen, aus der Partnerschaft, ja, und weiß aber, dass das jetzt falsch war. Man sieht es ja hier ein bisschen, der hat da die Schwerter an sich genommen, der schleicht sich so davon, schaut nochmal über die Schulter, also da stiehlt sich und schleicht sich einer aus der Situation davon, weil er gedacht hat, das wäre jetzt vielleicht für mich gerade das Beste,
Aber diese Karte, die schreit mich ja irgendwie schon immer förmlich an. Wenn ich die Karte angucke, lasse ich die ja immer auf mich wirken, wo ich die Karte anschaue und sage, hier passt irgendwas nicht so richtig. Ne? Also ich glaube, bei ihm im Rückzug hat er schon gedacht, er holt jetzt hier für sich das Beste heraus. Also ich denke, es wäre jetzt das Beste für mich, mich zurückzuziehen. Aber hat auch schon so ein bisschen die Idee davon, na Moment mal, also so ganz ideal ist das jetzt auch wieder nicht, halb ausgegorene Idee, aber ich gehe jetzt einfach mal. Er hat ja auch noch zwei Schwerter zurückgelassen. Zweimal Gedanken, die vielleicht immer noch bei dir sind, von denen er nicht richtig wegkommt. Das haben wir ja hier oben gesehen. Also sehr, sehr spannend. Warum ist er im Rückzug? Hat er wahrscheinlich gedacht, dass er da besser unterwegs ist, ne? Hat er wahrscheinlich gedacht, dass das für ihn eine positive Veränderung bringt, aber eher nicht, weil die sieben Schwerter für mich eine Karte, wo ich sage, da passt was nicht, da stiehlt sich einer so ein bisschen aus der Situation und denkt, ach, jetzt habe ich mir so viele Gedanken und Szenen in meinen Kopf reingepflanzt, das wäre bestimmt besser, wenn ich jetzt gehe, da wird es wahrscheinlich schöner für mich, ja, wird es aber gar nicht. Wir haben ja hier oben schon gesehen, da ist ganz, ganz viel Selbstzweifel da, an dem er ganz schön zu knabbern hat. Also, wir sehen es schon, bei ihm in der Energie ist schon so ein bisschen Umbruch da, ist Wandlung da. Die Störche, das stehen auch für Umbruch und für Wandlung. In Bezug vielleicht auf Erkenntnisse, wo er dann sagt, naja, Rückzug ist ja vielleicht auch mal ganz gut. Ein Rückzug ist vielleicht auch mal nicht schlecht, das sagt ja keiner. Na? Aber dann bitte mit einer Zeitangabe, wenn einer sagt, ich brauche mal so ein bisschen Zeit für mich. Na, dann ist das okay, eine Woche vielleicht mal zur Vernunft kommen, aber nicht einfach aus der Situation rausstehen. Dann denkt man, okay, ich brauche einen Umbruch, ich brauche eine Wandlung und brauche vielleicht irgendwie jetzt hier dann doch einen Neubeginn. Und während dieser Phase sitzt du dann da und weißt nicht, was los ist, du weißt nicht, ob es weitergeht, du weißt nicht, ob Schluss ist, du weißt nicht, ob er eine neue hat, du weißt nicht, ob er an dich denkt, du weißt nicht, ob er dich noch will, du weißt eigentlich gar nichts. Und das ist ein ganz, ganz, ganz furchtbarer Zustand, den braucht kein Mensch. Von daher, ja, macht es sich da irgendwie schon leicht. Ne, ich stehle mich mal aus der Situation. Huch, jetzt hätte ich gerne einen Umbruch und eine Wandlung. Neubeginn wäre auch nicht schlecht. Wie kann sich das jetzt wieder zurückentwickeln, während du da sitzt und einfach leidest? Das darf nicht sein, das muss nicht sein. Ne, und daher, ja, natürlich hier am Kanal. Schauen wir jetzt auch mal rein. Was ist denn für dich gut? Was können wir denn da so Schönes sehen? Wir brauchen eine Karte und ich bin schon gespannt. Was umgibt dich? Was darf ich bei dir gerade wahrnehmen? Ja, da ist die Karte der Arbeit gefallen. Die acht Münzen. Also ja, bei den acht Münzen, da geht es auch darum, um fleißig sein. Da geht es aber auch darum, in der Liebe an einer Partnerschaft zu arbeiten. Also ich nehme dich schon mal wieder weitaus angenehmer und vernünftiger wahr als ihn. Weil du bist jemand, der arbeitet an der Partnerschaft. Du bist jemand, der sagt, okay, hier ist irgendwie der Wurm drin, lass uns das mal anschauen, wie können wir Dinge anders machen. Ich bin bereit, mit dir gemeinsam Themen anzuschauen, Dinge zu lösen, vorwärts zu bringen. Also du bist dann schon 1.000 Meter weiter als er, wo er sagt, oh, also irgendwie komisch, ich gehe jetzt mal, ach, das war jetzt dann doch falsch, ich will wieder zurück. Na, du bist der oder die, die sagt, okay, lass uns arbeiten, lass uns hinsetzen, lass uns reden über deine Gefühle, über meine Gefühle, über das, was dich stört oder das, was dir im Kopf herumgeht. Wir schauen es gemeinsam an und dann werden wir gemeinsam auch einen Weg finden. Und wenn ich das jetzt gerade bei dir wahrnehmen darf, bist du schon mal 25 Kilometer weiter in Sachen, wie führe ich eine Partnerschaft richtig als er. Also, du bist bereit zu arbeiten, obwohl er dich vielleicht hat irgendwie sitzen lassen oder dich enttäuscht hat, ja. Es geht auch um ihn. Da liegt er ja. Und in deiner Energie wäre es dir wahrscheinlich auch ganz recht, wenn er auch sagt, okay, lass uns an dieser Partnerschaft festhalten und lass uns an dieser Partnerschaft arbeiten. Ne? Also, wenn ich bei dir reinspüren darf, wunderbar, genauso soll es eigentlich sein in der Partnerschaft. Nicht aus der Situation herausstehlen, vielleicht war ja echt irgendwas komisch oder blöd.
über das man hätte reden können. Stattdessen ist er in den Rückzug gegangen und weiß aber, dass das falsch war. Sehr, sehr schön. Ja, wo ist der Umbruch? Wo ist die Leichtigkeit? Wo ist der Neubeginn? Ich habe was getan, hier passt was nicht. Ich hänge noch an dir, bringt mich ins Zweifeln. Ich brauche neue Entwicklungen. Ja, und bei dir passt es soweit. Du bist auch der Meinung, dass sich dein Wunschpartner Reed mal mit dir hinsetzen könnte und könnte sagen, komm, lass uns mal alles so anschauen, was jetzt in letzter Zeit schiefgelaufen ist. Ja, weil man kann immer über alles reden. Na? So, wir gucken mal, was wir da noch kriegen. Ja, das passt jetzt ganz gut, weil er schaut ja hier jetzt in deiner Energie von dem Labyrinth weg, weil er ist ja tatsächlich in dem Labyrinth. Ich habe langsam so das Gefühl, du weißt schon ganz genau, wovon ich spreche bei ihm, weil dieses Labyrinth, von dem er sich ja in deiner Energie wegdreht und eher auf das Wir arbeiten an der Partnerschaft hindreht, das Labyrinth, in dem ist er ja gerade absolut drin. Also ich habe schon so das Gefühl, du fühlst und spürst und weißt schon, von was ich hier genau spreche, was dein Wunschpartner angeht, dass der einfach nicht so wirklich weiß, wo er hingehört, dass der viel zu viel am Denken ist, dass er vielleicht gerade auch mit seinen Gefühlen zu tun, zu kämpfen hat. Wie geht es denn da jetzt für mich weiter? Also hier alles durcheinander, alles ja, hui und pfui, ich will aber hui, bin gerade im Pfui und genau das, glaube ich, spürst und fühlst du gerade in Bezug auf deinen Wunschpartner. Das ist jetzt ja wirklich interessant und von daher wird es auch spannend zu sehen, dass wir jetzt mal in die Tendenzen hineinschauen. Was gibt es da Schönes zu sehen? Achtung! Okay, wir haben das Ass der Stäbe. Das ist auch eine Karte für Risikofreude, für eine Initiative. Also ich denke auch mal, dass er wahrscheinlich jetzt demnächst mal ein Risiko eingeht, weil wenn ich mir hier unten oben anschaue, was da gerade bei ihm los ist, Reue, da tut es ihm leid, da ist irgendwie ein Konflikt da, da ist ein Selbstzweifel da, da muss ich jetzt mal was riskieren. Also wenn du spürst und fühlst, wie es ihm schon geht, na? Dann kann es auch gut sein, dass er auch weiß, dass du ihn wieder zurücknehmen würdest. Und da geht es natürlich auch für den Mann immer drum. Ja, ich gehe mal ein Risiko ein. Ja, ich gehe mal auf dich zu und sage, ich bin hier eigentlich total irgendwo im Nirgendwo unterwegs, gefühlsmäßig. Ich habe mich getäuscht und dann kommt vielleicht auch die vier berühmten Worte, es tut mir leid, mal über seine Lippen, weil das ist ja heutzutage ganz, ganz schwierig auszudrücken. Also das ist ja so ziemlich das Schwierigste, was man überhaupt sagen kann, scheinbar heutzutage. Es tut mir leid, aber hier geht es ja auch um die Entfaltung, die Lilien, Entfaltung, das ist inneres Gleichgewicht. Das ist Sexsinnlichkeit, Romantik. Das ist natürlich alles das, was in einer Partnerschaft schön ist. Und von daher passt diese Karte ganz gut dazu. Mal wieder einmal mehr meine Lieblingskarte, die Lilien gefallen. So, einmal was riskieren in Bezug auf das innere Gleichgewicht, weil wenn du dir die Hauptaussage anschaust und seine Energie, da ist überhaupt nichts mit innerem Gleichgewicht zu sehen. Da schaut es eher aus wie Sodom und Gomorra. Also, wir gucken mal weiter. Was ist die letzte Karte? So, aha, das Buch. Also diese neue Seite im Buch der Partnerschaft, die darf schon aufgeschlagen werden. Soll sie auch. Ja, es geht einfach darum zu sagen, du fühlst und spürst das schon. Warum ist er in den Rückzug gegangen? Wahrscheinlich aus einer Emotion, aus einem Streit, aus einer Wut, aus Stolz, aus zu viel Gedanken gemacht. Na, hier mit seinen ganzen Schwertern. Und jetzt ist aber schon die Reue da. Also die Frage ist nur, kommt er auf dich zu? Wir haben jetzt hier den neuen Lebensweg, vielleicht einen anderen Weg mit ihm nehmen, eine neue Richtung einschlagen mit ihm. Ich denke, der wird auch über kurz oder lang mal auf dich zukommen. Ja, mit der Königin der Schwerter. Die Königin der Schwerter, das ist auch so eine Karte für Zuversicht. Also du darfst auf jeden Fall zuversichtlich sein, ja. Du darfst aber auch schlau sein. Denn wenn er wieder zu dir zurückkommt, dann darfst du auch deine Bedingungen stellen und das ist auch wichtig. Du darfst zu ihm sagen, wir können es nochmal versuchen, aber
Wir reden über Gefühle, wir reden über Themen, wir reden über Probleme, wir öffnen uns gegenseitig, wir arbeiten beide an der Partnerschaft, nicht nur du, ja, sondern auch er, diese Karte ist auch für ihn da, dass das was wird und dass man nicht wieder sofort in alte Muster hineingerät. Ne? Also da schaut es gut aus. Was ist los im Rückzug? Sodom und Gomorra. Von daher wünsche ich euch eine schöne Zeit. Denk an das Gewinnspiel. Fleißig kommentieren. Bin gespannt, wer das morgen gewinnt. Ich freue mich schon drauf. Bleibt gesund. Seid lieb zueinander. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.